Guten Tag, meine Damen und Herren, die Sie uns zuschauen im digitalen Salon. Ich darf heute meinen Gast Josef Vogel begrüßen. Er ist Literaturprofessor an der Humboldt-Universität in Berlin. Und da mag ich auch gleich mal, weil wir auch immer ein bisschen was über den Intellektuellen gesprochen haben, wie der sich sozusagen heutzutage verankert. Jetzt schaut es so aus, wir haben hier ein Institut für deutsche Literatur. Herr Vogel ist zuständig für Literatur und Kulturwissenschaft und Medien, hat aber jetzt ein Buch über politische Ökonomie geschrieben. Wie passt denn das eigentlich so zusammen? Ich denke, es ist, glaube ich, für alle Fächer interessant, über den eigenen Rand zu sehen und, wenn man so will, auch unlauterere Übergriffe zu betreiben. Und dabei darf man nicht vergessen, dass die Frage danach, was eigentlich Literatur ist, eine sehr offene Angelegenheit ist. Also wo beginnt Literatur, wo endet das Literarische, wenn man so will? Hat man es nur mit Belletristik zu tun oder gehören nicht auch andere Texte, andere Textformen in dieses Fach hinein? Das wäre ein erster Punkt. Das heißt, diese Grenzen lassen sich eigentlich sehr ungenau ziehen. Ein zweiter Punkt wäre, dass sich die Literaturwissenschaft jetzt im weitesten Sinne nun tatsächlich auch mit der Frage beschäftigt, wie andere Texte, wie andere Organe die Welt interpretieren. Und da ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt seit geraumer Zeit, seit mehreren hundert Jahren, die Frage, wie eigentlich die Ökonomen die Welt interpretieren. Ja, das heißt also, das ist nicht einfach ein, wenn Sie so wollen, objektiver Weltzugriff, sondern das ist eine bestimmte Art und Weise, sich die Welt und deren Ereigniszusammenhänge zurechtzulegen. Auf eine ganz spezifische Art und Weise, wo dann eben so etwas wie ein ökonomisches Faktum oder ein ökonomischer Sachverhalt herauskommt. Und ein letzter Punkt, der sehr zugespitzt mit meinen eigenen Arbeiten zu tun hatte, betraf das 18. Jahrhundert und die Frage, wie eigentlich bestimmte Subjekte auch in der Literatur sich im 18. Jahrhundert formiert haben. Und es war vielleicht jetzt gar nicht so überraschend, aber dann in der, wenn man so will, Allgemeinheit doch flagrant, dass sich in den unterschiedlichsten Bereichen, in der Ästhetik, im Roman, aber auch auf dem Theater, so etwas formierte wie der ökonomische Mensch, der Homo economicus. Und dass sich die Ökonomie oder was dann allmählich auch politische Ökonomie genannt wurde, als ein neues, man könnte fast sagen, abenteuerliches Wissen hergestellt hat. Und das war eine Sache, die mich sehr angezogen hat. Projektemacher, die von Hof zu Hof gezogen sind, Leute, die Lotterien oder alchemistische Projekte zum Bezahlen von Staatsschulden unterbreitet haben, Leute, die Papiergeldprojekte ins Welt gesetzt haben. Und plötzlich fängt sich auch der ganze literarische Apparat, an, sich für genau diese Projekte zu interessieren. Also abenteuerliches Wissen, das noch nicht disziplinär eingehegt ist, aber eine, wenn Sie so wollen, hohe Innovationsfreudigkeit entwickelt hat. Und die Literatur, die Ästhetik, letztlich auch die Kunsttheorie im weitesten Sinne, sind davon nicht unbeeinträchtigt geblieben. Ja, nun ist vielleicht das bekannteste Beispiel Voltaire, der ja über Ausbeutung einer Lotterie reich geworden ist und darüber sein aufklärerisches Leben hat finanzieren können. Wie eng, würden Sie denn sagen, ist die Aufklärung denn schon mit dem ökonomischen, dem abenteuerlichen ökonomischen Denken verwoben? In verschiedener Hinsicht. Und das Interessante ist, ja, dass... Vielleicht kann ich noch sagen, Diderot und die Enzyklopädie, das war ja nicht nur ein Kulturprojekt, das war auch ein hochgradig ökonomisches Projekt. Also da kann man das auch schon ein bisschen sehen. Also das war in jeder Hinsicht ein ökonomisches Projekt. Und es ging tatsächlich um praktische Kenntnisse, es ging um Techniken, Technologien und natürlich auch um die Kenntnis von Infrastrukturen. Wichtige Einträge sind die über Zirkulation beispielsweise oder über Geld beispielsweise oder über Verkehrssysteme etc. Also das waren im hohen Maße praktisch ausgerichtete Kenntnisse, die da eine Rolle spielen. Und die Rolle der Literatur ist, glaube ich, in jeder Hinsicht
ökonomieaffin. Und die großen Autoren haben das auch bewiesen. Daniel Defoe mit dem sozusagen Prototypen des ökonomischen Menschen, Robinson beispielsweise, der selbst wiederum Sklavenhändler vom Beruf gewesen ist, bevor er dann auf seine Insel verschlagen wurde und nochmal neu und ganz einzigartig zu Gott gefunden hat. Goethe selbst beispielsweise war als Minister zuständig für die Silberbergwerke und damit für einen ganz wichtigen Teil der Währungsproduktion etwa in seinem Herzogtum und hat berühmte Szenen, Faust II beispielsweise, eine Szene gleich zu Beginn von Faust II, wo Papiergeld produziert wurde und das Ganze, wenn man so will, als eine Art literarischer Genius gefeiert worden ist. Lessing selbst wiederum beispielsweise war Spieler, war auch passionierter Spieler, war während des Siebenjährigen Kriegs Sekretär des Generals von Tauentzien, der selbst wiederum im Auftrag von Friedrich dem Großen dafür zuständig war, in der Münze von Breslau, in der Münzwerkstätte von Breslau, Währungen zu fälschen, um tatsächlich also Kriegskapitalien zu schaffen, etc. So lässt sich die Riege, glaube ich, unendlich fortsetzen. Einer der großen Philosophen, etwas früher, weil sie eben auch von der Aufklärung gesprochen haben, Leibniz hat letztlich die beste aller möglichen Welten nach ökonomischen Gesichtspunkten geordnet. Wie viel Welt geht in möglichst wenig Platz beispielsweise? Also ein ökonomisches System im weitesten Sinne. Man darf nicht vergessen, der Begriff der Ökonomie, der aus der Antike kommt und dann über das Christentum zunächst mal auch sowas wie eine göttliche Betriebswirtschaft gemeint hat, taucht in den irdischen Gefühlen seit dem 16. Jahrhundert wieder als etwas auf, was man eigentlich Ordnungslehre nennen könnte. Also Ökonomie ist etwas, was Ordnung schafft. Und insofern ist die Aufklärung, glaube ich, ganz elementar mit der Rationalität der Einrichtung von Welt befasst. Und diese Rationalität kann man durchaus auch ökonomisch nennen. Jetzt ist die eine Sache ja etwas ökonomisch zu nennen und die andere etwas kapitalistisch zu nennen. Also oft geht es ja zusammen. Wie würden Sie denn den Unterschied, der ist ja auch entscheidend dann für Ihr Buch geworden, denke ich, dass man dann sehen kann, wie sozusagen dieses Ökonomische sich vom Kapitalistischen und dann sich weiter verwandelt ins Finanzkapitalistische und so weiter. Also wo würden Sie da die Grenzlinie ziehen? Also der Kapitalismus und der Begriff des Kapitalismus selbst ist ja sehr spät geprägt worden. Der taucht bei Marx noch nicht auf, der taucht später bei Max Weber auf oder bei Werner Sombart, also Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Und dieser Begriff des Kapitalismus dort, wo er auch zum ersten Mal einigermaßen terminologisch genau verwendet wird, bezieht sich nicht einfach nur auf ein rechenhaftes Verhältnis zur Welt, nicht nur auf eine bestimmte Form der Rationalität. Er bezieht sich auch nicht nur auf bestimmte Geschäftsmodelle oder auf bestimmte Bereicherungsdynamiken und auch nicht auf bloß auf Unternehmensformen oder Rechtssysteme, sondern auf ein sehr heterogenes Konglomerat der unterschiedlichsten Faktoren, wo aber so etwas beispielsweise wie Mentalitäten oder Affekte eine eminente Rolle spielen. Also interessant ist, dass die Leute, die anfangen, über den Kapitalismus nachzudenken, gleichzeitig auch immer auf bestimmte Irrationalitäten dieses Akkumulationssystems Bezug nehmen. Also Max Weber und der protestantische Geist. Bei Werner Sombart ist es eher der Katholizismus der oberitalienischen Stadtstaaten. Und wenn man weiter zurückgeht, selbst bei Karl Marx wird ja der Kapitalismus, der von ihm noch nicht so genannt wird, aber dieses Bereicherungs- und Akkumulationssystem immer wieder in Anleihen an religiöse Termini beschrieben, der Gott, der Geldgott oder der Fetisch, der Warenfetisch etc. Das heißt also, das wäre, glaube ich, eine erste wichtige Differenzierung, dass das, was man Kapitalismus nennt, selbstbestimmte Irrationalitäten hervorbringt und ohne diese Unvernunft, die systemimmanente Unvernunft eigentlich nicht begreifbar wäre. Jetzt kommen wir mal auf Ihr Buch zu sprechen.
Sie machen ja den Anfang mit der Entwicklung des Finanzkapitalismus und sagen, dass der eigentlich erst wirklich zum Durchbruch gekommen ist, durch die Kommunikationstechnologie, also durch die digitale, Technik, also dass sozusagen sich da eine Verschraubung zwischen diesen beiden Entwicklungen ergeben hat, die sie dann immer weiter ausführen. Das ist dann wohl schon in den 70er Jahren geschehen, nehme ich an. Und da gab es aber auch eine interessante Episode in Chile, kennen Sie sicher auch. Dort wurde ein zentraler Computer unter dem Salvador Allende-Regierung eingeführt, wo man sozusagen einen ersten Versuch gemacht hat, über Computer und über Fernschreiber in einem Fernschreibersystem so eine Art gesteuerten Markt herzustellen, eine Planwirtschaft herzustellen, was ja auch damit zu tun hat, den Markt auszuschalten. Also das große Problem ist ja, dass dort, wo der Markt ausgeschaltet ist, natürlich der ganze Kapitalismus nicht funktionieren kann. Und der wurde ja dann mit dem Pinochet und Unterstützung der Liberalen aus den USA ja niedergemacht. Das Gebäude, in dem dieses System drin war, wurde zerstört. Ist das sozusagen vielleicht auch ein Symptom dessen, was sich entwickelt hat, dass sich darüber dann erst so der Liberalismus des Finanzkapitalismus entwickeln konnte? Oder eine symptomatische Geschichte? Also müsste man mehrere Sachen dazu sagen. Zunächst einmal, glaube ich, ist die Verbindung von Informations- und Kommunikationstechnologien auf der einen Seite und Kapital- und Finanzmärkten auf der anderen Seite eine sehr alte Verknüpfung. Also bereits im ausgehenden Mittelalter und mit der Entstehung dessen, was man dann auch Handelskapitalismus nennen kann, wo die großen Stadtstaaten Genua beispielsweise oder Venedig, dann Florenz etc., also zu großen Kreditgebern auch geworden sind. Seit dieser Zeit kann man eine parallele Entwicklung von Finanzwesen auf der einen Seite und Kommunikationstechnologien auf der anderen Seite bemerken. Das geht von Postreitern über Brieftauben, dann natürlich die optische Telegrafie, elektrische und elektromagnetische Telegrafie, Telefonie, dann natürlich bis hin zur Freigabe des World Wide Web für Finanztransaktionen. Und diese Symbiose ist natürlich einem ganz einfachen Sachverhalt geschuldet, dass Zeitvorsprünge gleichzeitig Informationsvorsprünge und Informationsvorsprünge gleichzeitig Profitmöglichkeiten bieten. Insofern kann man auch sagen, dass die Entstehung von Finanzzentren einerseits und die Entstehung von Pressezentren auf der anderen Seite durchaus parallel sind. Am deutlichsten konnte man das beispielsweise in London, dann später in New York etwa bemerken. Also diese Verbindung ist sehr eng, befruchtet sich wechselseitig und hat auch dazu geführt, dass nicht zuletzt auch Bankiers, Handelshäuser und Börsen wichtige Propagatoren für kommunikationstechnische Innovationen gewesen sind. Das geht dann bis zu gegenwärtigen Unternehmen, dass eben auch etwa Plattformunternehmen neue Unterseekabel, beispielsweise Glasfaserkabel, finanzieren. Was Sie genannt haben, dieses durchaus interessante Experiment in Chile, unter anderem ja von Stafford Beer, das heißt also einem amerikanischen Kybernetiker mit organisiert, glaube ich, ist einer anderen Konjunktur zunächst mal geschuldet, die später durchaus dann in dieses Finanzwesen Einzug hält, nämlich die große Konjunktur der Kybernetik seit den 50er und 60er Jahren. Und von dieser Konjunktur waren die sozialistischen Länder genauso infiziert wie der Westen. Ein Beispiel war eben Allende Regierung und der Versuch, den Warenfluss und damit die Produktionskapazitäten zu erhöhen. Etwas Ähnliches ist durchaus auch in der DDR passiert. Die neue ökonomische Planwirtschaft unter Ulbricht hat versucht, eine technologische Innovation
Produktion in den Kreislauf zwischen Produktion und Konsumtion etwa einzubauen. Einer der großen Kybernetiker, Georg Klaus, ist DDR-Hochschullehrer gewesen. Und in der DDR sind reihenweise Bücher über die Kybernetik in der Pädagogik, in der Psychologie etc. erschienen. Mhm. Also es gibt da eine, wenn man so will, neuen wissenschaftlichen Taktgeber, die Kybernetik, die, wenn man so will, von der Militärtechnologie, also beispielsweise Radarsysteme und Abschusssysteme, über die unterschiedlichsten biologischen und psychischen und sozialen Systeme bis hin eben dann auch in die Frage der Regulierung und der Steuerung der Ökonomie hineingereicht hat. Diese Projekte sind ephemer geblieben. In Chile, Sie haben es erwähnt, war es der Putsch von Pinochet und das Auftauchen einer ganz anderen Wirtschaftsordnung, die erst einmal sozusagen Tabula Rasa mit Gewalt geschaffen hat, ne? Mhm. Neoliberalen aus Chicago. In der DDR ist das klanglos untergegangen, sind diese Projekte klanglos untergegangen, nicht unbedingt zum Vorteil der DDR-Wirtschaft. Aber ich denke, das waren zunächst mal unterschiedliche Konjunkturen. Auf der einen Seite ein hochentwickeltes Finanzwesen und dessen Suche nach kommunikationstechnologischen Innovationen und auf der anderen Seite ein neues wissenschaftliches Paradigma, das auch für die sozialistischen Staaten zur Optimierung, zur technokratischen Optimierung von Steuerungssystemen relevant geworden ist. Aber Sie würden nicht sagen, also es gab ja jetzt auch in den letzten Jahren Überlegungen von chinesischen Wissenschaftlern, die sagen, jetzt im Stand der Dinge, wo wir sozusagen in Echtzeit Milliarden von Menschen und Dinge und Produktionsfaktoren und Ähnliches zusammenschalten können, hätten wir die Möglichkeit, sowas wie eine marktlose Gesellschaft oder Wirtschaft aufzubauen, also den Kapitalismus endgültig zu überwinden. Würden Sie denn das auch so sehen? Also das sind sehr erfreuliche Feststellungen, die natürlich radikal dystopischen Charakter haben. Denn es geht tatsächlich zunächst mal darum, und das ist ein erster wichtiger Schritt, damit diese Fantasien, die ja dabei sind, aus dem Embryonalzustand in einen Verwirklichungszustand zu treten, also die beste aller möglichen Informationswelten beispielsweise. Eine Voraussetzung ist zunächst mal die Verwandlung der Welt in Information. Mhm. Ein erster Punkt. Zweitens, und das ist, glaube ich, in autoritären Staaten wie China nicht so sehr viel anders wie in radikal kapitalistischen Ländern wie den USA, geht es dabei in einem zweiten Schritt in die Verwandlung von öffentlichen Infrastrukturen in unternehmerische Infrastrukturen auf der Basis von, wenn man so will, Weltinformationslagen. Und in einem dritten Schritt, und das ist gewissermaßen die dystopische Eskalation des Ganzen, funktioniert das Ganze unter der Voraussetzung, dass Big Data zusammen mit der Verwandlung von Sozialstrukturen in Unternehmensstrukturen drittens dazu führt, dass jedes mögliche Sozialproblem eine unternehmerische Lösung erhalten kann. Das heißt also, eine Verfahrensweise, die man inzwischen auch Solutionismus nennt, die sogenannte Polis der Solution. Gesellschaft kann über Informationstechnologien und über unternehmerische Strukturen so transparent gemacht werden, dass jedes auftauchende Problem mit der Bewältigung von Big Data und deren Korrelationen aufgelöst werden kann. Das setzt aber die Quantifizierung eigentlich von allem voraus. Das setzt die Verwandlung von Welt in Information voraus. Wie würden Sie denn Information verstehen? Information als digitale Information, als 1 und 0 oder Information als etwas, was sozusagen auch noch etwas anderes mit enthält? Nein, also das Wichtige ist ja, dass unter dieser Bedingung das, was man in einem weichen und breiten Begriff von Information auch
News nennen könnte, Nachrichten nennen könnte, aber auch Wissen nennen könnte, dass das nur unter der Bedingung implementiert werden kann, dass es tatsächlich den informationstechnologischen Standards der Nullen und Einsen in irgendeiner Weise gehorcht. Also ist Information tatsächlich der das Zusammenschalten von wenn Sie so wollen, Äußerungsformen aller möglicher Art unter der Bedingung, dass sie technologisch operationalisierbar sind. Und da bleibt zuletzt etwas übrig, was man wahrscheinlich die Überraschungsdifferenz nennen könnte. Das heißt, Information in dieser Hinsicht ist die Irritation von Erwartungshaltungen, und zwar in einem technischen System genauso wie in einem Psychensystem. In einem technischen System ist Information das, was Differenz erzeugt. Gregory Bateson sagte, es ist die Differenz, die eine Differenz macht. Und in psychischen Systemen ist das, was überrascht. Ganz platt gesagt, vor diesem Hintergrund hat natürlich die Aussage, die Erde ist platt wie eine Pizza, einen höheren Informationswert als die seltsame Vermutung, die Erde könnte rund sein. Würden Sie denn sagen, also wenn sozusagen die ganze Informationsökonomie oder die Ökonomie in unserem System auf dem digitalen Code beruht, dass eigentlich ein heutiger Intellektueller nicht mehr mit Literatur zu tun haben müsste oder mit der Sprache, sondern eigentlich mit dem Code umgehen müsste? Oder setzt sozusagen die Durchdringung des Codes voraus, dass man eben sozusagen einen Standpunkt außerhalb hat? Sie wissen es ja gut, dass diese Überlegungen gewissermaßen auch aus dem Herzen der Literatur- und Kulturwissenschaften heraus und die Forderungen auch gestellt wurden, wie beispielsweise von Friedrich Kittler, und dass es nur wenigen, dazu gehöre ich mit Sicherheit nicht, gelungen ist, sich diesen Fragen auch technisch, hart- und softwaretechnisch anzunähern. Ich würde nur gleichzeitig sagen, damit wird Literatur und damit wird Sprache und damit wird literarische Sprache nicht obsolet. Es werden nur andere Differenzen scharf gestellt. Und das heißt, und da gehe ich auf jeden Fall mit, soweit die Kompetenzen und damit natürlich auch die eigenen dünnen Sohlen reichen. Man muss sich diesen Fragen in irgendeiner Weise annähern und zumindest versuchen, die Systemstellen zu begreifen, an denen technische Systeme mit Kultursystemen verknüpft sind. Und das heißt gleichzeitig auch, dass natürlich ein Code eine andere Vollstreckungsgewalt hat als beispielsweise natürliche Sprachen oder literarische Diskurse. Die Besonderheit des Codes ist, dass er unmittelbar Programme ablaufen lässt, dass er über Algorithmen funktioniert und damit ein Vollzugsorgan ist, ein Vollstreckungsorgan, ein Organ, das Befehle in Wirklichkeit ausführt. Jetzt könnte man aber sagen, die künstliche Intelligenz, also sozusagen die digitale Technik, übernimmt jetzt selbst Bereiche der Kulturwissenschaft oder der Literatur. Sie erzeugt Literatur, sie kann auch Bilder erzeugen, sie kann, was weiß ich, Fernsehfilme sozusagen produzieren und Nachrichten herstellen, ohne dass so ein Mensch noch damit dazwischen ist. Würde sich denn da etwas auch in dem Verständnis zu diesem ganzen Sektor etwas ändern? Also wenn der Code, also nicht mehr das ist, was sich von der Literatur unterscheidet, sondern unmittelbar die Literatur eben auch mit erzeugt oder unterscheidungslos erzeugt, also simuliert, sagen wir eher mal so. Also ich weiß es nicht, ob er das tut, und ich muss gestehen, das interessiert mich auch weniger, denn was diese Dinge auf dem Gebiet der Kunst und Kultur anrichten, sind wesentlich weniger interessant als das, was sie in der Ökonomie und in der Politik anrichten. Also insofern kann man die Leute gut ihre NFTs handeln lassen, man kann die Computergrafiken generieren lassen. Das, glaube ich, sind belanglose Dinge, die bestenfalls dort wieder interessant sind, wo sie dann, wie etwa in der letzten Zeit mit den NFTs, Non-Fungible Tokens,
Gruppens in den Kunstmarkt hineinreichen und dort plötzlich eine kleine Unordnung oder zumindest etwas Chaos anrichten. Aber ich würde jetzt also diese alten Fantasien der künstlichen Intelligenz nicht zu einem, wie soll man sagen, mundgemalten Zukunftsbild ausbauen wollen, sondern wirklich danach fragen, wo greifen sie tatsächlich und unmittelbar und real und lebensweltlich in diese Gesellschaften und Volkswirtschaften ein. Naja, das tun sie ja, indem wir wahrscheinlich bald in irgendwelchen autonomen Fahrzeugen sitzen. Dann leben wir sozusagen in einem künstlichen System. Wir sind sozusagen eingehüllt in die digitale Information. Auch in unseren Wohnungen werden wir wahrscheinlich immer weiter hineinwachsen in die digitale Welt. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Also ich weiß gar nicht, ob eine durchaus noch patriarchalisch und männlich geprägte Gesellschaft wie die unsere den Schaltknüppel gerne aus der Hand gibt. Das sind im Augenblick Visionen von Leuten, die keine weiteren Ideen mehr haben. Das heißt also... Naja, ich meine, der Schaltknüppel kann man mit den Hand bedienen. Man kann aber auch etwas mit dem Mund bedienen, also mit Steuerung durch Augen oder durch Worte und sowas. Also ob das dann der große Unterschied ist, weiß ich auch nicht. Nein, aber wie gesagt, also das sind, das gehört tatsächlich zu der Art und Weise, mit welcher, wie soll man sagen, Einfallslosigkeit die Gegenwart sich ihre eigene Zukunft vorstellt. Und manchmal besteht es in nichts anderem als dem Ausbuchstabieren von Metaphern. Das heißt also, das Automobil kommt endlich in irgendeiner Weise zu sich. Der Eintrag im Duden muss nicht geändert werden. Das fährt halt nur, wenn es wirklich selbst. Aber ist sozusagen die Vorzeugung eines kulturellen Musters, das mit dem ersten Dieselmotor tatsächlich auf die Welt gekommen ist und hier vielleicht sein historisches Ende in irgendeiner Weise imaginiert. Man darf umgekehrt aber nicht vergessen, und Sie selbst haben das ja auch schon in frühen Publikationen getan. Ich erinnere mich an Band mit dem Titel Der digitale Schein beispielsweise, wo nun tatsächlich, ohne dass man es sieht, diese Dinge in der Lebenswelt wirksam sind. Und zwar nicht als Gadgets und nicht als Smartphones, sondern zum Beispiel in den Finanzmärkten. Also 70% der Finanztransaktionen werden heute nicht über Börsen und über Makler und über Banken abgewickelt, sondern über Algorithmen. Das heißt also über einen Markt, der weitgehend algorithmisiert, automatisiert ist, maschinisiert ist. Und diese Dinge bestimmen gewissermaßen Weltgeschicke. Ja, nun ist da ja auch so, dass das Prinzip der Geschwindigkeit offenbar ja ganz entscheidend ist. Also je schneller Daten verarbeitet werden, desto eher kann man sich Profite erhoffen. Aber es arbeiten ja dann diese Maschinen gegeneinander und erzeugen dann sozusagen eine Art neuen Markt, der aber nicht mehr von Menschen kontrolliert wird. Also wer profitiert denn eigentlich davon? Offenbar ja profitieren wenige davon, aber irgendwie ist das ganze Konstrukt doch sehr seltsam, bizarr. Also Sie meinen jetzt tatsächlich die Eskalation der Finanzmärkte. Ja, genau, ja. Der globalen Finanzmärkte. Der Hochfrequenzmärkte, also muss halt ganz, ganz, ganz schnell gehen. Das sind Zehntel Sekunden, wo kein Mensch überhaupt gar nicht mehr mitentscheiden könnte, sondern einfach sozusagen seine Handlung, Entscheidungsmacht abgegeben hat. Ja. Naja, gut, also in dem Fall ist die Antwort sehr einfach. Es geht um ausgefeilte, man könnte auch sagen strategisch, man könnte fast sagen kriegerisch ausgefeilte Technologien der Bereicherung. Das heißt also, wer näher an der Wall Street sitzt und die großen Rechenzentren sitzen eben in New Jersey, damit die Leitungen kürzer sind und damit man auch noch physikalische Vorzüge in Rechnung stellen kann, wer schneller ist, der macht schneller das, was man Agiotage nennt. Das heißt also einen Gewinn, der gewissermaßen risikofrei ist. Und Hochfrequenzhandel ist zum Beispiel eine der Branchen, in denen man risikofrei Gewinne machen kann. Anderes Thema. Sie stellen ja auch die These auf, dass mit dem Finanzkapitalismus und der Spirale, die daraus entstanden ist, eigentlich sowas wie
ein Verschwinden der Tatsachen sich ergibt. Also wir landen in einer Welt, in der es keine Tatsachen mehr gibt, in der wir nichts mehr begründen müssen, in dem wir nichts mehr erklären müssen, sondern in dem wir sozusagen Hypothesen setzen und gucken, was halt dabei rauskommt. Das ist ein bisschen wie dieser Spruch, der auch immer kursiert, fake it till you make it. Also spiel was vor und vielleicht schaffst du es auch nicht, aber was ist denn die These dahinter, dass sozusagen immer mehr in diese Fake News-Spirale hineingeht und immer der Wahrheitsanspruch eigentlich verschwindet? Ist das, was Sie sagen wollen? Nicht genau. Also ich beziehe mich zunächst mal auf eine Geschichte in der Entwicklung der Finanzökonomie selbst, verbunden eben mit der Frage, unter welchen Bedingungen konnte sich so etwas ergeben, so ein Überkreuzverhältnis einer Informatisierung der Finanz einerseits und einer Finanzialisierung der Information auf der anderen Seite. Und dazu gehören bestimmte, wenn man so will, Dogmatik. Bedingungen. Zum Teil haben wir das bereits angesprochen. Wichtig scheint mir zu sein, dass in den 60er und 70er Jahren, gerade in den Finanzmarkttheorien, der Begriff des Wissens eher zurücktritt, selbst bei Autoren wie Friedrich Hayek und demgegenüber ganz in der Konjunktur dieser Zeit, also auch der kybernetischen Kultur, wenn man so will, Informationsbegriffe in den Vordergrund treten und der Finanzmarkt als ein perfektes informationsverarbeitendes System beschrieben wird. Und das heißt, das darf man nicht vergessen, dass damit ältere Unterstellungen fortleben. Das heißt also, dass dieser Markt unter idealen Bedingungen sowas wie Ausgleich oder Gleichgewicht produziert, dass aber gleichzeitig die Finanzökonomie auf andere Formen der, wenn man so will, Recherche oder Erkenntnis dessen, was ein Finanzwert ist, verzichten kann. Die These ist also, um das kurz zu fassen, bei diesen Theorien, die man meistens unter dem Begriff der effizienten Markthypothesen zusammenfasst, die These ist, dass alle zirkulierenden Preise, die Preise, die für Finanzprodukte sichtbar werden, alle Informationen zu ihrem Wert und ihrer Wertentstehung enthalten. Sie enthalten alle Einschätzungen von Marktteilnehmern, die Einschätzungen von Einschätzungen etc. Man braucht also nichts als den Preis zu kennen und hat ein perfektes Informationspaket vor sich und entscheidet dann mit seinem Kauf, der wiederum den anderen Marktteilnehmern Informationen liefert, nämlich meine eigenen Vorzüge in diesem Markt. Diese Theorien sind Voraussetzung dann, dass überhaupt Finanzmärkte dann mehr und mehr automatisiert werden können. Zunächst mal in elektronischen Handelssystemen, das geht aber noch mit Telefon und dann spätestens seit den 90er Jahren eben auch in digitalen Infrastrukturen. Und wichtig ist, und jetzt um Ihre Frage oder der Beantwortung Ihrer Frage näher zu kommen, dass diese Preise, die Information sind, Preise gleich Information, dass die auf alle anderen Begründungsverfahren verzichten können. Zum Beispiel auch auf so etwas, was die Ökonomen Fundamentalanalyse nennen. Das heißt also, das, was ein guter Buchhalter tut, wenn er wissen will, wie könnte sich eventuell eine Aktie entwickeln, dann geht der in die Aktiengesellschaft, dann schaut er, welche Kapitalbestände, Fixkapitalien sind da, welche Kapitalreserven gibt es, wie ist die Kaufkraft in einem bestimmten Umfeld, wie sieht diese Kaufkraft aus, gibt es bestimmte Lohnentwicklungen, die für oder gegen das Unternehmen sprechen, gibt es Standortvorteile, Nachteile und so kommt plötzlich dieser Buchhalter vom Hundertste ins Tausendste, um eventuell dann eine Prognose abzugeben. Eben die Aktie musst du kaufen. Dieses konservative Modell, das ja durchaus einen gewissen dogmatischen Stand in den Wirtschaftswissenschaften hat, wird gewissermaßen eingeklammert zugunsten einer Bewertungslogik, die ausschließlich von Finanz- und Börsenmärkten herrührt. Und da spielt die Differenz zwischen einem Faktum und einer Meinung, zwischen einer Nachricht und dem, was in der Nachricht steht, zwischen einem Gerücht oder einer wissenschaftlichen Feststellung keine Rolle mehr. Und ich sage eben nicht, dass Fakten oder Wissen
oder Recherchen keine Rolle mehr spielen, sondern in diesem Begriff der Information wird der Unterschied nicht mehr gemacht. Das, glaube ich, ist ein ganz entscheidender Punkt. Und meine These auch in diesem Buch ist, dass diese Bewertungslogiken, die dann auch automatisiert und algorithmisiert und maschinisiert werden können, dass diese Bewertungslogik gewissermaßen ein Weichbild dafür darstellen, was später in den sogenannten Meinungsmärkten, das heißt auch in sozialen Medien und deren Algorithmisierung von Äußerungsformen betrifft. Also würden Sie aber doch sagen, dass sozusagen dieses Modell, das Sie aus dem ökonomischen ableiten, dann sich ausbreitet auf, nennen wir es mal, die Öffentlichkeit, also wie Meinungen in Öffentlichkeiten hergestellt, geäußert und verarbeitet werden. Ja, unter bestimmten Bedingungen. Also wichtig war für mich festzustellen, und das beginnt schon, und da gibt es ein Traktat, das ich eben auch vor diesem Hintergrund noch mal genauer angesehen habe, aus dem 17. Jahrhundert, das die Börse von Amsterdam beschreibt, wo sehr klar wird mit dem wunderbaren Titel Verwirrung der Verwirrungen, dass die Börse der Ort ist, an der ein hohes Maß an Information umgesetzt wird, dass es gewissermaßen ein Erregungszentrum von Information ist, das aber bestimmte Differenzen gewissermaßen kollabieren. Wie ich schon sagte, die Differenz zwischen Tatsachen und Gerüchten, Meinungen und Ansichten und Nachrichten aus fernen Ländern und Turbulenzen am Heimatort etc. Also diese Dinge, diese Differenzen kollabieren und es bleibt in letzter Konsequenz so eine Art Meinungssubstrat übrig, das die Dynamik der Börsen entscheidend bestimmt. Es war erstaunlich, dass das sehr früh, eben im 17. Jahrhundert, beschrieben wird und dass diese Logik sich technisch perfektioniert. Und die These war nun, dass unter neuen unternehmerischen Bedingungen und neuen technologischen Bedingungen das auch beginnt, die Logik der öffentlichen Kommunikation gewissermaßen zu bestimmen oder zu diktieren. Ja, nun, Vor dem Hintergrund, ja. ja, Na, es vor ist dem ja auch, Hintergrund ja. von Plattformunternehmen, vor dem Hintergrund dessen, was man soziale Medien nennt. Würden Sie denn auch das Phänomen Trump beispielsweise darauf zurückzuführen? Der ist ja über die Plattform Twitter groß geworden und bekannt geworden und hat natürlich dann auch, ist eben so gemacht, dass man nicht mehr unterscheiden kann, spricht er jetzt wahr, lügt er, schwindelt er was vor sich hin. Also sozusagen, wo diese ganzen Dimensionen ineinander verschwimmen und es war ihm auch offenbar vollkommen egal. Also Hauptsache, er kann sozusagen seine Leistung optimieren mit dem Gesagten, das Ja, Publikum beeinflussen. also Trump interessiert mich da weniger, weil Trump Als ja, Phänomen, als Phänomen meine ich nur. ja also als ein Phänomen, das gewissermaßen über längere Zeit hinweg verfertigt wurde und in diesem eigentümlichen, in dieser eigentümlichen Gestalt ja, eine Verkörperung gefunden hat. Aber wichtig, glaube ich, ist schon, dass dazu bestimmte Bedingungen gehörten, die nicht beiläufig sind, um eine zu nennen. Das ist eine wichtige technologische, aber auch wichtige juristische Bedingung gewesen. Und das war Mitte der 90er Jahre eben in den Vereinigten Staaten, wo mit einem neuen Informationsgesetz die radikale Privatisierung der digitalen Netzarchitektur beschlossen wurde. Das heißt also, Privatunternehmen und deren Investoren wurden unter der republikanischen Regierung und aber auch unter den demokratischen Regierungen radikal bevorzugt gegenüber öffentlichen Dienstleistungen. Das war ein erster Punkt. Und ein zweiter Punkt ist der berühmte Paragraph 230 des sogenannten Communications Decency Act, was eine interessante, auch man kann sagen, also fast eine groteske Angelegenheit in den Vereinigten Staaten gewesen ist, wenn ich das kurz schildern darf, ohne allzu ausführlich zu werden, weil das Ganze zurückgeht zunächst mal auf die Sorge der Republikaner in den Vereinigten Staaten, im Internet würde jetzt nur noch Pornografie vertrieben werden. Ja? Also haben die ein Gesetz eingereicht zur Begrenzung der Pornografie in digitalen Netzwerken. Das wurde natürlich vom obersten Verfassungsgericht, Supreme Court, kassiert mit dem Hinweis auf First Amendment, also freie Meinungsäußerung, Versammlungs- und Redefreiheit. Dann gab es
eigentümliche Gerichtsentscheidungen, die sich widersprochen haben, die keinen gemeinsamen Nenner gefunden haben. Es gab also einen Internetprovider, der wurde wegen Verleumdung angezeigt und wurde verurteilt, weil er selbst redaktionelle Eingriffe in die eingestellten Inhalte vorgenommen hat. Es gab einen anderen Internetprovider, der wurde ebenso wegen Verleumdung angezeigt, der wurde freigesprochen, weil er keinerlei redaktionelle Bearbeitung geleistet hat. Vor diesem Hintergrund wurde eben ein neues Gesetz geschaffen, übrigens mit beiden Parteien, Republikanern und Demokraten zusammen. Und in diesem Gesetz, und das ist, glaube ich, ein wichtiger Stein, der auch sichtbar macht, dass kleine rechtliche Entscheidungen durch bestimmte technologische und ökonomische Katalysen große Effekte haben können. Dieses Gesetz besagt dann eben, dass Internetprovider keine Publisher sind. Sie sind also keine Verleger, sondern es sind bloße Zwischenträger, Intermediaries, und sie tragen selbst keinerlei Verantwortung für die von Dritten bei ihnen eingestellten Inhalte. Und damit einer völlig neuen Öffentlichkeit erzeugt worden, die man vielleicht aphoristisch so zusammenfassen könnte, dass wer publiziert, keine Verantwortung trägt, wer aber Content verantwortet, nicht publiziert. Das ist die neue Situation, und das kann man mit dem Begriff des Haftungsprivilegs bezeichnen. Facebook nennt sich selbst größten Publisher der Welt, hat aber keinerlei rechtliche Verantwortung gegenüber dem, was dort tatsächlich publiziert wird. Vor diesem Hintergrund, das heißt also vor einer Radikalisierung des Meinungshaften auf diesen Plattformen, sind dann, denke ich, mit bestimmten technologischen Bedingungen, mit bestimmten Feedback-Loops, die eingerichtet worden sind und so fort, diese Meinungsmärkte entstanden, deren Auswirkungen Sie am Beispiel von Trump etwa angedeutet haben. Okay, also Entschuldigung. Sie sagen, dass die Netzwerke dann durch diese Freiheit, gibt es ja bei uns in der EU auch, also die Provider, die nur durchleiten, dürfen das halt machen, ohne dass da irgendwelche Einschränkungen Ja, stattfinden. die Gesetzgebungen wurden zum Teil angepasst, in der EU genauso wie in der Bundesrepublik Deutschland. Ja, nun trat aber doch jetzt in letzter Zeit sozusagen eine Gegenbewegung ein. Also man macht es dann so wie hier in Deutschland, dass man nicht Gesetze verabschiedet, die Staatsanwälte zum Beispiel beauftragen, sondern man sagt, ihr Provider, ihr müsst ja selber dafür sorgen, dass bestimmte Inhalte nicht mehr bei euch veröffentlicht werden, also das Netzwerkdurchsetzungsgesetz beispielsweise. Oder in USA ist man natürlich vorsichtiger erst einmal. Da machen das dann die Provider selber, indem sie eben Leute abklemmen und sagen, nee, ihr dürft nicht mehr bei uns publizieren. Es gibt ja nicht nur Trump, sondern auch andere, denen das Schicksal passiert ist, die dann sozusagen ausweichen mussten, irgendwo anders sind. Also was tut sich denn da im Augenblick? Findet da sozusagen eine Rückeroberung des politischen Staates oder Also ich denke, noch längst nicht. Also es gibt ja auch da wiederum nebenbei bemerkt Rückbezüge, eigentümliche Rückbezüge zu dem, was man Finanzregime nennen könnte. Also eine Bewegung geht von der Finanzökonomie hin zu diesen neuen lukrativen Unternehmen, den Plattformunternehmen, die aus verschiedenen Gründen für Finanzinvestoren interessant sind. Geringe Fixkosten, geringe Personalkosten, minimale Grenzkosten beispielsweise, Netzwerkeffekte, monopolistische Tendenzen, also die sogenannte Marktdisruption etc. Ne? Also deswegen sind eben auch Unternehmen wie Uber höher bewertet als BMW, obwohl sie kein einziges Fahrzeug besitzen. Deswegen ist Airbnb höher bewertet als Hilton International, obwohl sie keine einzige Wohnung besetzen. Und deswegen sind Google und Apple und Facebook die wertvollsten Konzerne der Welt geworden für Finanzinvestoren. Es ist interessant, dass diese Bewegung zurückgeht, auch mit der durchaus raffinierten Idee oder der raffiniert gestellten Frage, welche Bereiche lassen sich eigentlich noch kapitalisieren? Wo sind ökonomische Brachen, die noch nicht besetzt sind? Und bei Facebook, glaube ich, kann man das gut erkennen, verbunden mit der Frage, wie lassen sich die Ärmsten aller Armen noch weiter gewissermaßen in dieses System zu integrieren? Und das heißt also, Infrastrukturen zu errichten, wo wenig andere Infrastrukturen
Kulturen existieren, in Afrika oder in Südostasien beispielsweise, und bei Facebook niedergelegt, etwa in dem neuen Projekt eines Bezahlsystems, was eigentlich ein privates Währungssystem werden soll, wenn es alles so hinhaut, wie Facebook das will. Also das, glaube ich, muss man dazu sagen. Und weil Sie eben nach Entwicklungsaussichten gefragt haben, würde ich zunächst mal behaupten, die Kräfte auf der Seite dieser Unternehmen sind inzwischen sehr groß und nicht selbstverständlich wieder zurückzudrängen oder einzuhegen. Eine andere Geschichte ist nun tatsächlich die in Europa begonnenen Initiativen. Und das ist, finde ich, überaus überraschend und überaus seltsam und in jedem Fall auffällig, weil nämlich selbst eine erzliberale Organisation wie die Europäische Union, verbunden mit der Europäischen Kommission, gemerkt haben, dass diese Unternehmensformen eigentlich mit den Begriffen des Liberalismus nicht mehr zu beschreiben sind. Das heißt, sie behaupten explizit, dass Monopolsituationen wesentlich dynamischer sind als Situationen. Erstens. Zweitens konkurrieren diese Unternehmen nicht irgendwie auf Märkten, sondern es sind Unternehmen, die selbst private Märkte schaffen, auf denen andere dann konkurrieren sollen. Und die regeln selbst den Marktzugang, wie Amazon beispielsweise. Und drittens kommt ein weiterer Punkt noch dazu. Sie stellen radikale Informationsasymmetrie her. Ne? Man tritt in einen Vertrag mit diesen Unternehmen nur unter der Bedingung ein, dass man die Daten, die man dort als Rohstoffe produziert, dass man zu diesen Daten selbst keinen Zugang mehr hat. Das Gegenteil eines liberalistischen Ideals. Ich finde, dass der Hund durchaus eine Begleitung hier spielen soll. Ja, lässt sich nicht abschrecken, ja, ja. Nein. Zeugt von einer gewissen Restintelligenz, muss man so sagen. Aber um das abzuschließen und nicht in mein eigenes Gebälle ausufern zu lassen. Das heißt also, selbst liberale Ökonomen und liberale Institutionen wird ein bisschen unheimlich zumute angesichts dessen, was da passiert. Und das ist der Hintergrund, warum in Europa jetzt verschiedene Gesetzesinitiativen unternommen werden, um beispielsweise das Haftungsprivileg zu begrenzen oder das Absaugen von Daten in die Vereinigten Staaten zu unterbinden oder die Datenextraktion zu begrenzen oder Wettbewerbsfragen aufzuwerfen und schließlich eine solche Sache auf den Plan und auf die Agenda zu bringen, wie europäische Datensouveränität beispielsweise. Also da ist eine interessante Gegenbewegung zu erkennen, deren Aussichten im Augenblick ich noch nicht konturieren kann, also noch nicht ausmalen kann. Aber Initiativen, die zumindest von der Unterstellung ausgehen, dass der amerikanische Weg und der chinesische Weg beide nicht so richtig attraktiv sind. Aber es würde ja eigentlich doch nichts grundsätzlich anderes bedeuten. Man versucht nur sozusagen eine gewisse nationale oder EU-weite Souveränität wiederherzustellen. Aber das Prinzip, das darunter steckt, ist doch dann nicht sehr viel anders. Das kann ich selbst jetzt nicht begutachten. Ich würde nur sagen, wir könnten eines wenigstens festhalten, dass ohne rechtliche Eingriffe eine Veränderung nicht funktionieren wird. Also ich habe das am Beispiel des Haftungsprivilegs genannt, dass also eine minimale Gerichtsentscheidung irrsinnig Effekte erzeugen kann und dass man, glaube ich, rechtliche Fragestellungen zu einem strategischen Einsatz, als strategischen Einsatz begreifen muss, übrigens bis hin zu steuerrechtlichen Fragen. Ne? Diese ganzen Unternehmen leben ja im Wesentlichen davon, dass sie internationale Steuervermeidungspolitik betreiben. Also auch da gibt es rechtliche Möglichkeiten. Und ich denke, so etwas wie das Konzept einer Treuhandgesellschaft, die zunächst einmal Datenlizenzen ausstellt, die dann erst für Private zugänglich sind, ist jetzt keine völlig abwegige Idee. Wenn man aber jetzt mal das weiterdenken würde, also es gibt eine Regulierung auch für die Provider,
kenne das ein bisschen, weil ich ja selber jahrelang ein Online-Medium betrieben habe, das auch ein Forum hat. Also das ist ja eine ähnliche Dimension. Also wenn man aber dann sozusagen dann jeden einzelnen Eintrag kontrollieren muss, abklopfen muss, ob er juristisch haltbar ist oder nicht, dann wird natürlich auch die digitale Öffentlichkeit oder die Öffentlichkeit, die sich in diesen Räumen herstellt, eigentlich kaputt gemacht. Man sieht es ja an einigen Medien, die dann die Zugänge zu dem Forum so stark kontrollieren, dass dort keine Diskussion mehr läuft. Also ist das scheint mir auch nicht sozusagen das super ultramäßige Lösung zu sein. Also ich fühle mich jetzt in dieser Form auch nicht für Lösungen zuständig, sondern nur dafür, eine Situation möglichst direkt zu benennen. Mhm. Und das heißt, es gibt, und Sie haben das ja jetzt für sich selbst reklamiert, es gibt sowas wie normative Souveränität, die aber nicht mehr der Öffentlichkeit und auch nicht mehr einer demokratischen Öffentlichkeit untersteht, sondern Privatunternehmen. Und diese normative Souveränität hat eine gewisse politische Kraft entfaltet. Und normative Souveränität bedeutet eben auch die Unschuldsvermutung. Ich meine, es sind so viele Daten bei uns, wir können die nicht alle kontrollieren. Das heißt, aus diesem Grund dürft ihr auch nicht gegen mich klagen, weil ich ja sozusagen unter Kontrollverlust leide. Das hat aber eine entscheidende Konsequenz, die, glaube ich, dramatisch ist, dass eine institutionalisierte Unzurechnungsfähigkeit zum politischen Programm wird. Mm. Also Verantwortungslosigkeit, Unzurechnungsfähigkeit, das ist sozusagen die andere Seite dieses Haftungsprivileg. Wir sind für diese Dinge nicht verantwortlich, rechtlich nicht, aber auch technologisch nicht, weil es einfach nicht zu machen ist. Und ich glaube, dann muss man sich mit dieser Situation abfinden, die bei Theaterstücken, megalomanischen Theaterstücken wie den letzten Tagen der Menschheit von Karl Kraus mit dem Satz Gottes endet, ich habe es nicht gewollt. Jetzt kommen wir auch zur letzten Frage, nämlich zu Ihrem letzten Satz in dem Buch, der aber nicht weiter ausgeführt wird. Sie schreiben da, es ist nicht ausgeschlossen, dass es das Ferment, also das neue Modell des Plattformkapitalismus, der das Ressentiments, also Hass auf andere und Personalisierung und ähnliche Dinge erzeugt, dass dies das Ferment einer neuen Vorkriegszeit liefern wird. Wollen Sie dazu noch ein bisschen Erklärendes sagen, was Sie damit andeuten? Ja, also zunächst mal ist das eine rhetorische Figur, die sich apotropäisch nennt. Und apotropäische Figuren sind Feststellungen, die den Zweck haben, dass das Gegenteil dessen, was gesagt wird, eintritt. Also so ist das zunächst mal konzipiert und nicht zuletzt deswegen auch der letzte Satz, auf den nun ich zwangsläufig immer wieder angesprochen werde. Das andere ist, dass man sich natürlich die Frage stellen könnte vor dem Hintergrund auch dessen, was wir diskutiert haben und darüber hinaus, was würde eigentlich eine Vorkriegszeit, und ich spreche nicht von Kriegszeit und nicht jede Vorkriegszeit muss in eine Kriegszeit übergehen. Was kennzeichnet eigentlich Vorkriegszeiten und ich habe indirekt darauf Bezug genommen, also auf einen der, glaube ich, interessantesten Romane, der eine Vorkriegszeit analysiert, nämlich Robert Musils Mann ohne Eigenschaften, wo übrigens kurz vor dem Satz, den Sie zitierten, ein verdecktes Zitat wiederum aus Musil vorkommt, der sagt, es könnte gut sein, dass in Kakanien, in diesem Österreich-Ungarn, die Abneigung aller gegen alle zu einem neuen Gemeinschaftsgefühl geworden ist. Und bei mir heißt es, es ist gut möglich, dass die Feindseligkeit aller gegen alle zu einem neuen Gemeinschaftsgefühl, nicht nur ein Geschäftsmodell, sondern ein Gemeinschaftsgefühl geworden ist. Also das charakterisiert Vorkriegszeiten in einer gewissen Weise. Aber was würde noch dazugehören? Und man kann die Dinge ja aufzählen. Also zu Vorkriegszeiten würden sich zuspitzende Nationalismen gehören. Kann man im Augenblick beobachten. Zu Vorkriegszeiten würden galoppierende Rüstungsentwicklungen und Zuspitzung von militärischen Konflikten gehören. Kann man im Augenblick beobachten. Zu Vorkriegszeiten würde gehören, dass lange gültige internationale Verträge oder Organisationen gekündigt werden. Kann man im Augenblick beobachten. Vom Klimaabkommen bis zur EU und den entsprechenden Austrittsbewegungen. Zu Vorkriegszeiten würde gehören, dass sich Gesellschaften
einer eigentümlichen Neigung der Tribalisierung hingeben, also sich gewissermaßen partikularisieren. Das ist eine offene Rede im Augenblick, kann man, glaube ich, beobachten. Und die Verbreitung von politischen Schismen aller Art unter der Verlust, unter der Bedingung eines Verlusts eines, wenn Sie so wollen, Horizonts an Gemeinsamkeit, ist jedenfalls selbst zu einem Gegenstand der öffentlichen Diskussion geworden. Und deswegen, glaube ich, lässt sich dieser Satz unmittelbar im Vollzug dessen, was die Gegenwart an sich selbst beobachtet, wiederentdecken. Nicht mehr und nicht weniger. Also mir fiel dazu auch auf, dass seit einigen Jahren ja der Begriff der Desinformation nicht nur als Bestandsaufnahme zirkuliert, sondern dass man auch aktiv versucht, Desinformation zu bekämpfen. Es herrscht also praktisch eine Art Krieg um die Köpfe, also ein Vorkrieg um die Köpfe. Ja. Und man spricht ja auch von einer Munitionierung der Information, die immer der andere Gegner macht. Natürlich, also das gehört für mich auch für diesen Fork of the War, kann man eigentlich fast sagen. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie erwähnen, dass also gezielte Desinformation eigentlich zur Signatur des Kriegs und der Kriegsführung gehört. Also im Grunde seit es Kriege gibt und theoretisch seit Clausewitz. Also hier kriegerische Technologien, Informationstechnologien im zivilen Bereich radikal und rabiat angewendet werden, wäre ein weiteres Indiz. Da haben Sie völlig recht.